Grüß euch, ich bin der Hansi, Bergführer von Alpine Welten. In unserem Alpin-Tutorial zeige ich euch heute verschiedene Gehtechniken im Firn. Auf Hochtour gehe ich große Strecken ohne Steigeisen. Dies ist wesentlich ökonomischer und angenehmer. Dazu muss ich allerdings die richtige Fußtechnik und auch Sturztechnik beherrschen. Bevor du dich nicht mehr sicher fühlst, solltest du frühzeitig Steigeisen anlegen. Oft wird die Gefahr unterschätzt. Schon bei einer Hangneigung einer schwarzen Skipiste kann beinahe eine Geschwindigkeit des freien Falls erreicht werden. Also Vorsicht! In aller Regel wird immer schräg in Serpentinen aufgestiegen. Hier ist die Technik des Sichelschlages am kraftsparendsten einsetzbar. Kurze Passagen können auch vertikal angegangen werden. Je größer die Trittkerbe und dadurch die Auflagefläche des Schuhes ist, umso sicherer stehst du. Beim Sichelschlag schlage ich mit der bergseitigen Sohlenkante eine Trittkerbe. Umso härter der Schnee, desto öfter muss dieser Schlag ausgeführt werden. Die Schrittlänge wähle ich nicht zu lang und die Stufenhöhe sollte ebenfalls klein sein. Dabei denke ich auch an meine Bergkameraden, die unter Umständen nicht so groß sind wie ich. Am unsichersten stehe ich in der Wende. Diese sollte im flachen Gelände geübt werden. Zur Unterstützung kannst du Stöcke benutzen oder auch einen Pickel, um die Trittkerbe ausreichend groß zu erstellen. Solange die Trittkerben griffig und gut sind, gehe ich wie im schrägen Aufstieg quer zum Hang. Sobald ich mich dabei unsicher fühle, wechsle ich mit dem Gesicht zum Hang und gehe vertikal. Mit den Schuhspitzen schlage ich Tritte im Firn. Je tiefer der Tritt, desto sicherer und kraftsparender ist der Aufstieg. So bin ich im Falle eines Ausrutschers auch bereits in der Bremsposition. Steile Querungen bewältige ich ebenfalls mit dem Gesicht zum Hang. Die Füße grätsche ich dabei aus und stelle nach. Der Pickel dient zur Stabilisierung. Das Absteigen im Firn macht viel Spaß, ist jedoch auch nicht ungefährlich. Gehe nur in einen Hang ohne Steigeisen, wenn du dir mit der Beschaffenheit des Schnees absolut sicher bist. Verwende im Zweifelsfalle immer Steigeisen. Die Technik ist taloffen, mit hüftbreiter Beinstellung und deutlich nach vorne gebeugtem Oberkörper. Mit der Ferse hake ich Trittstufen in den Firn und belaste diese vorsichtig, wenn die Stufen solide erscheinen. Wie im Aufstieg ist die Unterstützung von Stöcken oder einem Pickel sehr hilfreich. Kurze Passagen kann ich auch mit dem Gesicht zum Hang absteigen. Der Abstieg geht sehr oft in ein Rutschen über. Das macht Spaß und ist sehr schnell. Die Technik des Bremsens muss allerdings zwingend beherrscht werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf unseren YouTube-Channel vorbei, wir haben noch einen Haufen andere interessante Themen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in die Berge.